Hallihallöche, Muchachos, da sind wir wieder, eure Losers. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Freitag, einen wunderschönen starkes Wochenende. Und falls ihr nicht bei diesen wunderbaren Temperaturen gerade draußen seid, sondern drinnen hockt oder drinnen hocken müsst, dann und unser Video guckt, ja, geht raus. Aber erst mal das Video zu Ende und gebt einen Daumen nach oben. Dann könnt ihr So. Genau, nicht vergessen. So, ich bin wieder gemarkert von Kalista Deko, First Time Kalista. Genau. Und dachte, try hatten wir mal. Willst du mich vergewaltigen? Du kleine Schulmädchen. Ja, schon drin, ey. So, Lille, die Sache ist jetzt ja, Annie basiert ja darauf, dir ein paar CS zu klauen mit der Q-Fähigkeit, damit ich meinen Stun aufladen kann. Nein, du basierst darauf, mit deinem fucking Schild das Ding zu machen, ey. Wir skinnen trotzdem als erstes den Q hoch, denn der macht ein bisschen mehr Schaden, womit ich den Jungler ein bisschen mehr helfen kann. Und ich bin ja echt mal gespannt, wie Deko jetzt Kalista spielt. First Time Kalista! Ich bin auch so fucking ich weiß nicht mal, wie sie funktioniert eigentlich. Ich hab keine Ahnung, wo man dieses Springen macht. Und wie man das macht. Das kannst du ja gleich beim Wahrscheinlich wird das übelst kompliziert, weil ich die ganze Zeit aufs Ziel klicken muss und dann wieder zum Springen woanders hin und dann wieder aufs Ziel klicken muss und dann wieder zum Springen woanders hin. Das kriegst du hin, Deko. Ich vertraue dir da. Du machst das. Könnte auch ins Höschen gehen. Ins Höschen? Das geht nicht ins Höschen. Trust me, Bro. Wir spielen gegen eine Thresh Jinx Botlane. Und ich habe mir noch zufälligerweise Ignite reingehauen, damit wir die schön one-shotten können. Denn ich bin ja nicht mal auf meinen Flash-Tibbers angewiesen, wenn Deko mich einfach reinschmeißt wie so ein Katapult. Zumindest bist du nicht auf Flash angewiesen, auf Tibbers schon. Oh fuck. Ja. Springen! Musst du doch jetzt schon lernen. Warum smitet er nicht? Hat er gesmitet? Nee, ne? Look at my horse is amazing. Von der Partie ist übrigens auch der Sihias 200, Capital Force und Mike Jones. Du solltest es schon. Spaß und ich hoffe, ich fiele nicht zu krass hoch. Damit ihr uns carryen könnt. Aua! Ich finde gerade irgendwie Leute ziemlich leise. So, wie funktioniert das? Okay, einmal draufklicken und während sie einen Autocheck macht, kann man es tun. So, jetzt habe ich meinen Stun. Der wird aber auf der Platz auf dem Bildschirm von ihm ziemlich schnell ziemlich knapp. Ich kann ziemlich viel den Bildschirm hinterherziehen. Jetzt die Frage, was baust du als erstes? Viele haben ja damals Hurricane gebaut, ist das noch up to date? Ich hab sowas von keine Ahnung, Alter. Ich hab nicht mal einen Guide offen. Braucht der Deko nicht. Braucht der Deko nicht. Den Guide, Mann, hört man. Mabosa und ich haben heute den kompletten Tag draußen verbracht mit dem guten Kephos und dem guten Maikos und mit der Freundin von Kev, von der Freundin von Kev. Freunde von der Freundin von Kev oder sind das Verwandte von Freundin von Kev? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub Freundin. Der Pop-Rot kam dann später auch noch dazu. Und es war ein richtig cooler Abend. Wir haben auch ein Vlog-Video gemacht mit der Geilo Family. Auf dem Geilo Family Kanal kommt das dann später. Wie Kev, Mike und meine Wenigkeit von 10 Meter Turm gesprungen sind. Ich hab's schlau gemacht, denn ich bin einfach nur gelaufen. Einfach nur von ganz hinten an der Wand auf dem Brett nach vorne gelaufen und runter gelaufen quasi. Ja. Musste ich auch machen, weil ich hatte dann in dem Moment, als ich dann über den Rand geguckt gesehen habe und das Wasser gesehen habe, wo ich schon in der Luft, dann dachte ich mir so nur, fuck, Alter. Warum? Kannst du hier einen Trick reinballern? Aber ich hab's überlegt. Was war das denn? Oh, das war doch mal ein nice Trade, ey. Oh fuck, ich lauf da noch rein. Oh, rein! Komm! Nice! Oh! Schön, deshalb hat man fucking Ignite! Die Lackers hier schon wieder am Start, ey. Aber nein, das war miese Play. Ich weiß gar nicht, wie der Q funktioniert. Geht der durch, ne? Ich glaub schon.
Aber geht der immer durch oder geht nur durch den Chemiekübel? Also, das Chemiekübel. Müsstest du mal lesen. Kann ich dir nicht sagen. Aber nice! Gleich. Oder beziehungsweise schön brüderlich geteilt. Okay, if it kills a target, it pierces continues. Okay. Mir wird als erstes vorgeschlagen Statics. Statics? Echt? Einfach wegen Attack Speed wahrscheinlich. Dann bei Eifer als erstes, warum nicht? Wahrscheinlich sagen jetzt alle, nein, tu es nicht! Tu es! Hundertprozentig, Alter. Ich habe letztens aber auch eine Caitlyn gesehen, die mit Eifer gestartet hat und die hat einfach ziemlich krass einfach Arrest dadurch. Oh, ich habe so... Tut mir leid, ich musste die ganze Zeit meine Hände an meinem T-Shirt abschmieren irgendwie, weil ich natürlich nach dem... Er geht mir genau in der Sonne genauso. So mies Gefahr laufe, dass ich mich die nächsten Tage krass pelle, deswegen habe ich eingecremt. Und meine Hände sind noch komplett fettig von dieser... Ich hasse, deswegen... Eigentlich würde ich mich fast lieber pellen, als mich einzucremen, weil ich das so nervig finde. Und man, ich finde, man schwitzt auch viel mehr, wenn man sich danach eingecremt hat. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Ich schwitze in den Arschloch. Oh, Muchachos, es gab so ein episches... Wollen wir es erzählen? Das epische Kofferpacken-Duell? Nein, das ist zu vulgär. Nur ein paar davon. Ich erzähle mein Liebling, du erzählst deinen Liebling. Okay. Und zwar hieß es, ich packe meinen Koffer mit. Das Spiel kennen, denke ich, alle. Dann haben wir das gespielt mit Mike und Cat. Ich habe das mal gespielt. Und da habe ich gemerkt, dass Mike und Cat genauso krank sind wie wir. Denn es kam unter anderem vor, der anale Zistenknipser, der eingepackt wurde. Ich packe in meinen Koffer einen analen Zistenknipser. Und was war das noch? Ich fand den Eichelochspreizer ziemlich cool. Genau, ich packe in meinen Koffer einen Eichelochspreizer. Das war wirklich auch sehr schön. Ist einfach dieser Freundeskreis. Sobald wir Level 6 sind, würde ich sagen, haust du mich in die Pforte da rein. Ich hau dich gerne in jede Pforte, die wir haben. Aber vorher will ich nochmal ein bisschen Damage drauf machen. Alter, du machst aber gut Damage, aber das sind gerade gekrittet. Das war, glaube ich, nicht mal ein Crit. Aber das muss ein Crit gewesen sein. So, nur nicht hier hucken lassen, sonst bin ich am Arsch. Sonst bin ich echt am Arsch jetzt. Aber wie ist es? Kommst du gut klar mit dem Feeling? Ich muss sagen, ich komme bis jetzt ganz gut klar. Es ist einfacher als ich dachte. Allerdings habe ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so gut gekriegt. Oh, Deko! Ich hätte ja ehrlich gesagt, dass du... Oh. Oh! Ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, vor ein paar Tagen, bin ich richtig gut dabei, dass ich die Scheiße droppen kann. Hau mich gleich rein, ne? Direkt auf Level 6. Ja, mach jetzt schnell Minions. Könnte mit dem Minions hier klappen. Aber ich glaube, jetzt halt immer, ne? Oh fuck. Oh fuck. Aber Rexha ist da. Dann nimmt euch den. Oh oh. Ne, jetzt musst du jump. Jump an Minions. Auto-Tacken Minions und... Na, oder auch nicht. Käse, Käse. Dass sich dann in so einer Situation der gute Marv wieder hoch muss. Kurz davor. Kurz vorm Ziel. Aber ich habe direkt sie gestunt und ignited. Also eigentlich wäre das schon wieder Fair Trade. Ich war auch in der Falle drin und kam am Anfang... Ach so, okay, das war das Ding dann. Naja. Jetzt hört das wieder so an, als wäre Deko schuld. Du hast aber immer noch deine Ulti, ne? Also, ich lad mal eben gerade meinen Trap hier auf. Ich glaube, die machen... Machen die Baron? Drake? Haben sie gemacht. Hau sie! Okay, einen haben wir hinbekommen. Vielleicht kriegt Rek'Sai... Warum macht er nicht weiter? Du hättest mich darüber hauen können, by the way, mit der Ulti, ne? Kein Mana, okay. Aber ist alles in Ordnung, ist alles... Hat Jinx eigentlich den Kill auf dich bekommen? Ja, die hat schon zwei Kills. Da krieg ich aber auch mal hier was. Ach, den Rek'Sai auch noch.
Aber wir haben gleich unsere Wombo-Kombo. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, kannst du einkaufen? Ich habe einen Sekt. Super, dann gehen wir jetzt nochmal eben hier den letzten Crap hier durchpushen. So. Und ab geht's zurück. Und wir können direkt drauf gehen. Ich habe meinen Stun ready. Ich werde jetzt noch... Soll ich ein bisschen AP kaufen? Ich hole mir jetzt ein bisschen AP noch dazu. Ein ganz bisschen. Dann natürlich Tränke, damit ich die sofort schlucken kann. Und dann gehen wir drauf. Ja, ich bin ja gespannt, ne? Ich bin jetzt hier komplett auf... Ich habe jetzt die Berserker-Schuhe fertig, damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Ich habe aber kein Ignite ab. Ignite erst in 45. Ich glaube... Ignite wäre schon cool, ne? Muss ich noch kurz helfen hier? Okay, hat er ihn bekommen. Sehr schön. So, ich hätte gleich meine Ulti oder beziehungsweise mein Stun. So, ich nehme noch lieber jetzt schon mal einen Trank. Okay, in 10 Sekunden habe ich mein Ignite. Ja, dann können wir ins da reingehen, ich habe schon mal einen Port. Ja, können wir reingehen. Sobald die nach vorne gehen oder in der Nähe sind, wirfst du. Nimm mich. Okay, nimm mich! Wait, du läufst aggressiv rein, du verscheißt ja voll. Komm nicht ran, ich bin jetzt low. Was ist hier richtig? Was, du? Ja. Weiß nicht wie, aber... Ich weiß auch echt nicht wie. Aber, du hast eigentlich gar nichts gemacht und ich hab das alleine so gut wie gemacht, ne? Ne, ich hab ein Outfit drauf bekommen und den Knie. Okay, ich hol jetzt Thresh, wenn er ein bisschen nach vorne kommt. Jetzt! Jetzt! Ja. Nice. Ja super, läuft doch. Mir gefällt Kalista. Also muss ich natürlich noch fucking üben mit dem ganzen rumspringen und so, aber auch nicht umsonst. Meist gebannt ADC die ganze Zeit. Ich glaube jetzt nicht mehr ganz so krass. Oh, ein Pinky! Lass dich da nicht snacken, mein Lieber. Snacken? Woher kommt der? Ich würde gern. Ah, hier war auch noch was. Schön. Kommen wir zurück. Ich kann mir mein Supporter-Item weiter. Oh, da kommt die Jinx? Ja, sie kommt. Holen wir uns! Schade. Ich denke, ich habe jetzt meine Ulti wieder. Echt? Ich hatte super 30 Mal. Ich habe in 20 Sekunden vielleicht. Oh ne, das. Alter, du hast aber dein scheiß Ding daneben gehauen. Ich hab den Kuh nicht geworfen, ja. Aber nicht daneben gehauen, ich hab nur das Schatten Ding davor. Achso, echt? Ja. Aber schön, ich hatte meine Ulti nicht mehr ab, aber ich hab's schon gemacht. Ich weiß auch nicht, wo der Zwerg kommt. Das ist also, jetzt können wir aber zurück. Schöner Gedanke von Deko. Es läuft besser als ich dachte. Ich hab echt Schiss gehabt, dass, weil es ist schon ziemlich spät. Ich schreibe morgen eine Klausur am Freitag zwischen 11 und 13:30 Uhr. Und wir mussten quasi jetzt eine Aufnahme hinkriegen und dachten wir so, okay, Kalista könnten wir so für Ranked auch mal interessant und sowas, probieren wir mal aus. Und aber es musste jetzt halt irgendwie so dringend eine Aufnahme werden und ich hatte echt Schiss, First Time Kalista, dass wir unnormal krass verkacken. Aber man muss dazu auch sagen, dass Kalista Andy echt eine ziemliche Todeskombi ist. Und wie lange brauchst du jetzt noch bis Ult? Du hast gerade erst gezündet. 20 Sekunden. 20 Sekunden, wir können direkt wieder reingehen. Das machen wir auch. 90 Sekunden cooler hat das Ding. Wie viel hat dein? Alter, geil. Ich bleib hier drin stehen. Wie viel hat dein Ult? Meiner hat 102. Okay, warte. Bleib, warte. Lass sie kommen. Ja, genau. 6 Sekunden habe ich wieder Ulti.
Wahrscheinlich braucht man echt kein Steady Sheep. Ich geh mal direkt weiter. Das Band sieht man ja nicht, ne? Nee. Ja, jump mal da deine Routen. Achso, wir können ja mal sagen, SS. Von hinten? Oh, den will ich auch noch kriegen. Ich habe meine Ignite nicht drauf gemacht. Immer nicht mehr. Obwohl. Oh! Deko! Nein! Oh, das ist Asia. Oh, man sieht. Alter, Deko ist jetzt todesfett. Deko ist todesfett! Ey, what the fuck, man. Kalista ist richtig. Aber dass Dings nochmal reingegangen ist, ne? Jinx, dadurch habe ich sie mit der Ulti nochmal getroffen. Ja, die wollten, das war der Plan, dass wir zuerst mal selbst müssen und sie dann reingehen können. Oh. Wir haben Dragon bekommen, ich habe ihn ignited, ich habe ihn vorher gestunt, damit er nicht so viel machen kann. Passt! Und ich habe Kill bekommen. Sehr schön! Wir kennen gleich 35 Sekunden, dann. Achso, für mich? Nee, für also ich kann nur sagen, Muchachos, für alle, die Angst haben vor Kalista, hatte ich auch. Ich wollte sie gar nicht ausprobieren, weil ich dachte, die ist so skillful, Alter, das kannst du total vergessen. Ich muss sagen, probiert's aus. Das geht eigentlich. Natürlich braucht ihr dazu auch noch einen legendären Supporter. Den gibt's natürlich nicht überall. 15 Sekunden, 10 Sekunden bis zur Ult, dann können wir gleich wieder Action machen. Ey, das ist echt super geil. Das ist so auch ein Todesdamage, der da plötzlich draufkommt. Und ich glaube, diese Kombi wird mal im Rank ein bisschen ausprobiert. Nee. Ich glaube, ich habe es jetzt in den letzten Games. So, mal gucken, wenn sie offen ist. Und dann, go. Oh, hier ist sogar. Oh, warte mal, schauen wir hier nochmal rein. Oh, wen haben wir denn da? Werf mich! Also, oder nicht? Nein! Das ging nicht! Der Autotech ging nicht mehr durch! Doch, ging er! Was hast du getan? Der ist zurückgejumpt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe reingedrückt und dann war ich an der Position, wo ich wieder war. Wo du dich aufgenommen hast. Oder hast du mich vielleicht losgelassen? Nein. Kannst du das auch abbrechen? Das wäre das Einzige, was ich mir gedacht habe. Das ist wahrscheinlich falsch richtig. Nee. Ich bin ja nicht mal gesprungen. Ich war einfach wieder da. Mein Ultra Aber 1 zu 2 ist noch in Ordnung. Wäre ein cooler Spot gewesen dort, by the way. Ja. Ich hätte die Jinx auch noch fast gekillt. Ich hab sie bekommen. Ja, aber du. Außerdem ist sie erstmal gestorben. Wir haben eine Stats auf unserer Botlane von 10 zu 3, also nice. Also ich habe jetzt noch 40 Sekunden CD auf Ulti. Und ich gehe in den ersten Busch rein. In den ersten Busch vielleicht. Ich habe 5 Sekunden auf Ulti. Und leider noch 25. Okay, aber Rexha ist auch am Start. Warte, bleib da. Vielleicht pushen die noch. Okay, gönn dir. Wir haben da gerade einen Tunnel zerstört, glaube ich, oder? Oder hat Rexha noch einen aufgebaut? Könnte auch sein. Ne, ich verliere noch nicht. Ah, wir sind in der Mitte. Push this shit! Alter, jetzt mit steigendem Angriffsspeed wird es auch schon ein bisschen schwerer, hier rumzukommen. Jinx schnetzelt den Mid-Tower. Oh, ärgerlich. Aber, du kannst mich einfach wieder reinwerfen! Oh fuck, oh fuck! Oh fuck, ey, da war ich aber plötzlich ziemlich tief, aber schön gemacht.
Oh! Da kommt die Pass auf, die Ult kommt vielleicht. Geh lieber weiter nach links. Ja, ich lauf noch. Auf die Top-Lane jetzt. Zu Jax. Ich hoffe, hier ist kein Ward drin. Schade, ey. Also, Jinx hau ich zu 4/5 komplett alleine runter. Er hätte einfach nur ein Auto-Tag von dir draufkommen müssen. Dann ja, ich kann auch nicht dran am Anfang. Aber Talon räumt auf. Du hast 9-1-4, alles super. Kann man nicht meckern. Du hast ja wieder Lee Sin auch schön weggekreitet, ne? Aber man kommt auch einfach nicht an einen dran dann, ne? Ja, ich hab echt den Lee Sin, hab ich auch richtig weggezogen, Alter. Auf den hab ich Damage gemacht, ohne Ende, aber der hat auch nicht. Lee Sin hat auch nichts. Der hat nur das Jungle-Item und das Ward-Item. Okay. Also. Ist er da der Mighty. Mighty Captain Shadow, der kann ich da nicht standhalten. Ich glaube, ich kann hin, Leute. Ich habe meinen W einmal gelevelt. Also noch hochgelevelt anstatt mein E. Was? Oh, oh, Darius ist da etwas unten. Oh, der ist tot. Oh, schade. Noch jeden Chaco da gestunt, aber. Ja, aber ich habe gerade keinen Stun. Oh, fuck, die wollen. Jetzt. Ah. Hier. Nice, komplett geil, out of position. Nein! Oh fuck! Der Stun von Jax hat mich gefickt. Aber der Fokus liegt komplett bei mir. Also die müssen doch mal jetzt was machen. Alter, der ist jetzt. Schöner Dodge. Das hätte man aber, das hätte man wiederum Dodge. Ja, schade, dass ich das out of position war. Achso, du wurdest weggeschnetzelt? Ja, die waren zum vierten, haben sie mich hier gecatcht. Lee Sin kam da rum und die anderen kamen hier rum. Okay, dann musst du wieder, oder ja, du musst bei mir sein, ich bei dir, wie auch immer. Sonst verkacken wir das hier. Das hat auch offensichtlich, bei Darius ging es noch einigermaßen gut, aber Darius ist halt im Late Game. Free Drake für die leider. Aber ich könnte den Thresh mit zwei Autodecks wegziehen. Vielleicht kriegen wir da noch was. Ich pump mal gerade die ganzen Sachen auf, mit dem ich werfen kann zum Notfall. Thresh könnte sich wirklich jetzt noch in der. Oh, da kannst du mich hochwerfen! Das geht gar nicht? Hä? Das ging gar nicht, oder? Doch, aber. Das geht, aber du warst zu weit weg. Du warst ein bisschen zu weit weg. Nee, ich glaube, das war drinne. Schade, ja, schade. Ja, hier, gönnt ihr. Warum nicht keine Free? So, okay, jetzt holen wir uns den Farm. Lass doch diesen kleinen Minion da in Ruhe. Oh, Darius. Du musst wieder zurück. Also. Du kannst jetzt geknackt werden, deswegen ja. Oh, hast du ein Glück. Oh! Schick den Timber vor. Okay, Ulti ist raus. Ulti blocken. Ich versuche mich da vorzustellen damit. Das ging besser aus als ich dachte. Ja, ich habe noch reingeflasht und drei Mann Tibbers dann gemacht. Ja, das war gut. Das hat richtig schön. Ich kam auch, als der Asi gestand ist, ich kam nicht an ihn ran. Ich kam die ganze Zeit nicht an ihn ran, weil ich hier stand und er stand da und die Range war zu kurz. Oh, wollen wir vielleicht den Jackson schnäckseln? Ich hab nur noch halbe HP. Oh, jetzt gärt er ihn! Oh. Wo denn? Nee, ist weg. Krieg den aber, ich krieg den! Nee, lass doch der weg. Lass doch, der ist weg, ich bin nicht mehr da. Achso, okay. Aber das war, du sollst gar nicht die Ulti einsetzen.
Aber ist ja low cool aus. Ich kann endlich einkaufen. Ich hole mir mal so langsam meinen Ludens, denn dann burst ich die Jinx auf jeden Fall richtig schnell weg. Ja, Asia macht langsam Probleme. Der ist genauso. Ja, Asia macht richtig krassen Damage und die Jinx kann halt die ganze Zeit von hinten reinzimmern. Schön. Das war richtig schön. Oh, und dann ist schon mal geworden. Oh fuck. Ken, jetzt! Ach, du bist tot! Achso, lol. Verarschen, Alter. Nein, ich dachte, es wäre Rek'Sai, der gehoopt worden ist und nicht du. Dammit! Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, dann darfst du dich nicht hooken lassen, ne? Ah ne, das war Jax, ne? Jax hat mich gestunt. Jax war, stimmt ja. Jax ist allgemein so fucking strong gegen. Also langsam. Springen aufhalten kann, ne? Aber der Fight hat so gut angefangen und dann. Da. Puh! Ein Kill nach dem anderen geben wir gerade weg. Ich hab überhaupt keine Vision gerade. Ich bin dabei. Hi Senpai! Hi. Okay. Jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen vorbereiten. Wir brauchen wieder unsere Ulti-Kombo. Aber unser Tower steht noch, nice. Ja, Asia pusht schon wieder Mitte. Mhm. Pushen wir hier mal. Wir machen die fertig. 18 Sekunden bis zur Ulti. Kommt an, wie die ankommen. Ja, ich warte nochmal eben ab. Im Notfall kannst du mich hier rausziehen, deswegen kann ich ja ein bisschen aggressiver gehen. Ja, lass mal Asia. Ich dachte jetzt Käse, dass du durchgelaufen bist. So. Das sind. Und ich wurde gut! Sehr schön! Alter, das fickt mich ja richtig! Oh, dammit. Jetzt musst du, ja, genau. Und ziehen, gleich rausziehen. Und den kriegt er auch noch. Nein. Jetzt musst du abhauen. Nein, ich wollte gerade Q&E machen, dann wäre tot gewesen. Schade. Ja, hätte er seine Ulti nicht gehabt, hättest du ihn weggehauen. Ah, die Fights sind alle so ultimativ Käse gerade. Es waren schon wieder nicht alle da, ne? Ne. Es war nur. War Darius da? Ne. Waren es wirklich nur wir drei? Es waren nur wir drei. Ich weiß auch nicht, wo die anderen schon wieder waren. Vielleicht sind die vorher in Asi gestorben, das kann natürlich sein. Drake. Drake ist ab, ja, wäre nicht schlecht. Ich will noch eine Weile drücken. Ja. Jetzt schnell machen. Überlebt? Der hat sich einen Triple Kill und geht da raus, ne? Ey. Unglaublich. Du hast ja deine Ulti noch, ne? Wenn du mich spotten kannst. Ey! Ich konnte meine Ulti nicht draufziehen. Alter, ist Dings übel. Ist Dings übel gegen mich. Oh, okay, Thresh ist echt ein krasser Kalista-Ulti-Counter. Oder er timet das einfach richtig krass ab. Der Junge weiß auf jeden Fall gerade, wie es geht.
gerade. Ich sterbe wirklich bei jedem Fight, sind vorher zwei da tot. Ja, gerade beim Drake, ne, hatte sich Asi wieder ein Triple geholt. Ich glaube, ich muss mir langsam ein bisschen Magieresistenz holen. Warte mal, ich verkaufe das mal wieder. Und dann gehen wir mal auf Abyssal. Ja, bis jetzt, zweimal hat der Thresh mich so ausgecountert. Echt übel, übel. Aber du hast den Kill noch bekommen, war trotzdem 2 zu 1 dann wieder. Oh, das läuft gerade so Käse, der Anfang war so geil. Oh ne, den hätte ich treffen müssen. Schaffst du aber. Ne. Oh, wohl? Ja, Mann! Den hab ich. Nein, brauchst du gar nicht. Schön. Oh, wie ich den Asia One geschottet habe, ey. Ja. Boom! Asia ist auch squishy as fuck. Oh. Jetzt krieg ich meine Ulti. Hab ich? Achso, nein, jetzt. So geht's dann, oder was? Geht Benji. Geht Benjis. Tibas, komm vor. Schön. 1,6 habe ich wieder. Einkaufen. Hätte ich mal ein funktionierender Fight hier. Aber unser Talon hat 3,12, ne? Also der hat ordentlich Probleme. Und er wollte unbedingt auf die Midlane. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, wie die Edo-Verteilung ist hier auf jeden Fall. Kann ich auch nicht sagen, ja. Ist auch trotzdem alles in Ordnung. Ja, es läuft ja, also. Wir konnten auf jeden Fall jetzt schon mal zeigen, dass Andy Kalista super geil ist, plus dass Thresh so ein kleiner Kalista-Ulti-Counter ist. Hier nochmal eben zurück, dann habe ich mein Abyssal. Machen die den nicht? Die machen den! Hier, warum haut denn Darius dann ab? Die haben den schon. Oh, Darius ist abgehauen, das war der Fehler. Wir könnten gleich vielleicht engagen. Ich hab Ulti Stun. Oh, komm, komm! Oh, warum nicht? Nee, jetzt ist alleine. Oh, hättest du mich da einfach ultiert? Ich muss doch einfach in Range kommen. Ja, du stand auch vor. Deswegen dachte ich, wie seid ihr rein. Dammit. Okay, ich kann ihn nicht one-shotten. Leider nicht. Das hat jetzt das gerade ziemlich gut gemacht, wie kann das hier. Schau da hin. Nee. Können sie nicht. Ja, aber Asi zum Beispiel ist relativ down. Schaffen sie nicht. Schade, dass du mich da nicht vorher geultet hast. Die Trap war perfekt. Die war wirklich perfekt. Ja, stand hier, du standst da. Ja, ich hab nur auf deine Ulti gewartet. Jetzt, Tower Dive, das soll bestraft werden. Wird es nicht, schade. Was? Ich glaube, sie haben auch Talon erwischt. Oh oh. So zu Ende geht, nachdem wir gerade zugekommen sind. Oh nein! Ich muss ihn doch nur kriegen! Sehr schön, der ist auch da. Huh! Alto Belly! Das war aber abgewendet den Tod, aber trotzdem. Wie gesagt, ich glaube, dass ohne meine Ulti da die Jinx erwischen können und dann, dass du hier von der Seite solo reingegangen bist. Ja, da war ich da drin gefangen, ne? Dann sind sie alle von der Seite. Einfach hier lang gehen können oder etwas sagen können, dass du nicht weißt, wie du rauskommen kannst, wenn ich Ulti. Ja, eben gerade hat es ja noch geklappt mit dem One-Shot-Asien, ne?
Aber sie hatten ja auch Baron gerade, oder? Jetzt? Ja. Ich glaube, da hier stirbt. Schon wieder? Oh nein. Ja. Oh. Also, ja, und unsere Muchachos sind, glaube ich, alle echt noch ein bisschen müde. Das ist echt. 1-6 Rek'Sai, 4-13 Talon, 6-11 Darius. Ich check nicht, warum. Warum? Komm her! Gut. Soll ich reingehen? Ulti, Ulti? Das war doch klar. Dachte, geht weiter nach links. Oh, dadurch hast du mich auch bekommen. Das war wieder Käse. Aber vorne rein! Schon wieder Darius sinnlos gestorben und dann, ja, vielleicht war es nicht ganz so klug reinzugehen. Ja, wobei es war eigentlich wirklich nur Jax und Jinx, ne? Mhm. Aber Jinx hat sich wieder sehr gut gemacht, ich kam nicht dran. Also ist das wirklich die Schwäche, die Short Range? Ja, das war's! Echt! Das wirklich seit langem mal wieder, dass die Muchacho Army echt ordentlich daneben gehauen hat, ne? Also. I just survived! Soll ich hier den Links geben? Den Penta? Penta-Kill! Aber... Wir können nicht deffen. Sie hat... Das fand ich jetzt scheiße. Hättest du sie lieber am Leben lassen sollen, finishen lassen sollen. Achso, das habe ich ja nicht gesehen, dass sie... Aber Jax kommt. Ja, schade! Also das Early hat richtig viel Spaß gemacht, danach echt. Boah. Ah. Aber die Stärke von Andy und Kalista hat man gesehen im Early. Im Late Game wurden wir einfach, weil alle zu fett waren, richtig zerrissen. Aber all in all war es ein richtig super Spiel. Also Muchachos, danke fürs Zuschauen. Auch an alle Muchachos, danke fürs Mitmachen. Es war ein schönes Mitternachtsspiel. Genießt die Sonne und dann bis zum nächsten Mal reingehauen.